Jetzt haben wir die Auswahl zwischen einem blauen Herz oder die Chance, bessere Truhen zu spawnen. Und da wir noch ganz am Anfang sind, nehmen wir, denke ich mal, die Truhen. Ja. Und das geht im Endeffekt bis zu dem Boss. Und wenn wir bei dem Boss sind, dann kriegen wir, also wir müssen auch schauen, dass unsere Opfer alle glücklich sind. Wie heißen sie nicht Opfer, sondern du musst oben auf die Karte schauen, weißt du, wo du musst. Das rechts sah krass aus. Das Viech meinst du, oder was meinst du? Ja, das rechte mit dem Fuß, ja. Die Tarotkarte haben wir auch genommen, ne? Aber Gormagala ist auch richtig cool, also finde ich richtig cool. Das war das erste Monster in Ultimate 4, das mir richtig schwer gefallen ist. Das war noch lange vor World. Da unten so eine Stange. Kommt gar nicht raus, oder was? Eichhörnchen! Wie? Die Dinger am Boden sind so nicht. Da kommen sie Stacheln raus. Die Stacheln. Ja, die sind wieder voll. Fußballstuhl, ey. Bei dem Wetter. Boah, das ist ja. Das ist wieder was Cooles. Der Anhänger schläft nie. Alter, was? Ich kann das quasi verschenken und dann schläft der Anhänger nicht. Das ist ja. Und jetzt Postmark sie. Ne, doch nicht. Was ist das? Gemma, bist du da? Boah. Aber ich glaube, wir würden nach links gehen, da ist auch der Ding, ne? Oder was sagst du? Mama. Job! Ach, Shop. Da ist Shop. Danke, Gemma. Achso, da solltest du jetzt vielleicht dieses Mal nicht die Dinge machen. Die sind aber schön. Ich wusste das auch nicht. Ich glaub, das war. Nee, das habe ich geholt. Nee, wähle Anhängerform. Das ist ein neues Vieh. Das da? Ja. Ein Igel! Ein Igel. Ach nee, da. Hätten wir das Fragment nehmen sollen. Doch, das ist ein Igel. Ja, zu spät. It's too late. Nada. Fluchangriffsschaden erhöht sich, aber du nutzt den nicht. Anhänger. Fragment ist halt gut für neue Riten, okay. Shalambaka. So haben meine Familie. Sie haben meine Familie entführt und Läschi geopfert. Jetzt bin ich ganz alleine. Kein Problem mit dem Shalambaka. Da ist noch eine Leiche. Ein bisschen Lock. Leute, ich bin nicht mehr so gesprächig. Du magst dich müde, wie es ausschaut. Ich würde es gerne privat weiterspielen. Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, es ist blöd, halt zuzugucken, wenn keiner mehr, also wenn wir jetzt nicht mehr so aktiv reden. Der Nidhorn ist da. Hallo, Nidhorn. Der läuft ganz gut, der Kult. Aber die Maxi ist gerade auf einem, ich möchte es privat weiterspielen. Bitte. Ja, nee, weil ich halt nicht mehr rede. Und ich glaube, es sind jetzt auch nicht mehr so viele Leute da, die meine Anhänger sein wollen. Ja, Andi. Der Andi? Ich glaube, der Andi ist gar nicht mehr da, oder? Der Andi ist da! Bist du da, Andi? Doch, der Andi hat auch gesagt, er möchte gerne Anhänger sein. Und das ist halt schon hart, ne?
Ja, genau. Weg, weg, weg! Ja, Gemma sagt auch, ich bin noch da. Und der Maiden will geopfert werden. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall einen Andi. Nitan, ich würde dich doch nicht opfern. Du wärst einer der Letzten, die ich opfere. Dich behandle ich gut, ich gebe dir Essen und lass mich von dir anbeten. Hier. Das möchte ich gucken, oder was? Ja. Ja, also dann kommt jetzt auf jeden Fall als nächstes der, Salon. Der Kinex war auch noch. Stimmt, Kinex war auch noch. Kinex, Andi und Neiden. Dann machen wir es nach Reihenfolge. Erst kommt Kinex, dann kommt Andi, dann Kinex kommt Nita. Das hat am Anfang schon gesagt. Eben. Und dann kommt der Andi und dann kommt der Neiden. Der ist wie der Kartendude. Und der Gemmer sagt, ich schau zu. Eine Waffe ist wertlos ohne die Hand, die sie führt, um Gegner zu töten und ihre Ehre zu verteidigen, um Ketten zu brechen. Lass deine Krone die Form eines dieser eisernen Wertstücke annehmen, die im ewigen Feuer geschmiedet wurden. Die Waffe des Schätzes krass aus. Ja, wir... Ah ne, das ist schlechter. Das ist halt wieder die Tentakel und das ist göttliche Explosion. Wirf Gegner in deine Reichweite zurück und fügt ihnen gleichzeitig Schaden zu. Das ist das, was du jetzt gerade auch hast. Ja, nee, noch. Das habe ich gerade ausgetauscht gegen den Flammenstoß. Achso, die sind alle scheiße. Ja, das war hast du doch alle schon, ne? Weiß ich nicht. Waren die ich Tentakel? Ist aber 3, ne? Machen wir die Tentakel auf 3. Ja. Tentakel immer gut. Ich bin tatsächlich, das ist jetzt mal ein Fakt, der absolut wahr ist. Ich bin ein unfassbar großer Oktopoden-Fan. Nicht aus irgendwelchen Gründen, wie ihr jetzt vielleicht denkt, sondern das sind unfassbar intelligente Tiere und ich kann euch sehr viel über diese Tiere erzählen. Das ist wirklich, wirklich spannend und ohne Spaß jetzt. Zum Beispiel sie können sich regenerieren, aber die können sich einfach ihren fucking Arm regenerieren, das ein eigenes Nervenzentrum hat. Also die haben sozusagen dann 9 Gehirne, ne? Wenn der abgeschnitten ist und jeder einzelne Arm agiert ganz eigen, also ist zwar mit dem Gehirn verbunden, aber hat quasi eine eigene Persönlichkeit. Ein Arm kann zum Beispiel sehr schüchtern sein, während der andere sehr, ich sag mal, attackfreudig offensiv ist, genau. Und das ist einfach richtig krank, was mit diesen Tieren abgeht. Was meinst du, was für ein Tier, das Viech, was da sitzt, oder die Oktopoden, von denen die Maxi erzählt hat gerade? Oktopus. Jetzt habe ich Lust auf Takoyaki. Oh, Niton. Der Daniel, der Doc, der liebt Takoyaki. Der macht auch hervorragende Takoyakis, aber ich hab persönlich für mich entschieden, keine Oktopoden mehr zu essen. Oktopoden sind einfach Kraken. Genau, also Oktopus ist die, also ist Einzahl. Man kann Oktopus sagen, man kann Oktopoden sagen, man kann... Oktopus und Oktopoden ist Mehrzahl. Genau, ja. Genau. Oktopus. Also quasi Krake. Und, also ich... Und der Nitan hat auch vorhin irgendwas gesagt von geilem Sushi. Ich liebe auch Takoyaki, aber ich kann's... Ich krieg's nicht mehr hin. Muss ich gucken, der Nitan hat vorhin irgendwas von Sushi gekauft. Oh, hast du Sushi in unserem Channel verbreitet, Nitan? Okay, nee. Was ist denn? Opfere mich. Ja, ich hätte gerade so Bock auf Sushi, ne? Das ist unnormal. Was geht jetzt ab? Es ist also wahr, die rote Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen. Aber wie ist es möglich? Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um... Es spielt keine Rolle. Damit müssen wir Shamura nicht behelligen. Erledige das, du das, Bruder. Wie du befiehlst, meine Schwester. Oh Mann, das ist dein Boss. Der eklige Frosch ist also ein Mädchen. Boah, das wird richtig heftig jetzt. Denk da nur was auf dein Baby. Aber jetzt hab ich hätte jetzt echt auch Bock auf Sushi oder so. Also, Sushi wäre schon kraftvoll. Liebe Sushi, vor allem Lack-Sushi.
mal stehen bleiben. Ja. Ach, wenn ich sterbe. Oh shit. Der Fernkämpfer muss sterben. Ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Aber das hat wirklich gut funktioniert. Ja, das liegt gut. Volle Lebensenergie. Scheiße, die hast du schon. Nee, ich brauche Sushi. Kleiner Tipp. Tops geben Tipps zum Boss, genau wie die Monster, was in der Gegend sind. Fox. Was? Ich verstehe den Tipp nicht. Du meinst, wenn man mit Leuten redet? Töten. Oh, ich hab abgelenkt. Ich bin angeschrieben. Die Dinge, die roten, die stecken die offen. Kann ich mir das halbe Herz zurückholen? Also Gespräche wie auch den feindlichen Anhängern oder Miniboss, also die, wo reden quasi von den Moves her. Achso, die geben dir Tipps mit dem, was sie sagen und auch die Moves. Oder? Oh, was ist das denn für ein Zeichen? Ja, das ist ein Boss. Barbatos. Danke für den Tipp, Gemma. Weg. Diese Schlange schlägt mich ab. Wenn er sich bewegt, dann macht er die Schlange nicht so gut. Shit, von dir. Weg. Das stimmt, ja. Oh. Machst du super, Maxi. Ja, der ist jetzt. Da war der iFrame. Nightshirt, man merkt, dass Maxi MHP probiert. Oh mein Gott, schön wär's. Ich würde so heftig flexen, wenn ich Monster Hunter World Profi werde. Das glaubst du gar nicht. Ich würde über nichts anderes reden. Meine ganze Persönlichkeit wird sich darauf ausbauen. So. Wir haben einen neuen Anhänger. Ich glaube, Maxi echt leicht aus. Die Maxi ist eigentlich richtig gut in solchen Spielen, wenn sie halt Bock hat. Wir können eine Blaupause wählen, Holzstein. Ich glaube, aber Blaupause ist. Weil Holz und Stein können wir ja farmen gehen. Blaupause. Ich glaube, ich werfe die Blaupause auf jeden Fall. Nehmen die mal mit. Was ist das? Oh, cool, Deko. Ach, die ist aber hübsch. Scheiß auf die Deko. Nein. Doch, scheiß auf die Deko. Die werde ich direkt bauen, wenn wir zu Hause sind. Gemma auch Deko. Ja, dich genauso, Gemma. Mag die lieb Deko. Wir verstehen. Nein, er macht Deko XD. Guck mal, und jetzt haben wir sogar so ein Gebot noch. Also können wir schnell zu Hause gehen und unseren Leuten was befehligen. Deko unnötig. Ich glaube schon, die Maxi mag Deko. Die Maxi liebt Dekoration. Deko ist nicht unnötig. Ich zeig dir, dass Deko nicht unnötig ist. Ich baue eins und dann sagst du, ah, wie hübsch. So, und jetzt kommt der Kinex. Bist du da? Kinex. Kinex, du musst doch jetzt sagen, was du für ein Anhänger sein willst. Du musst gleich sagen, was du für ein Anhänger sein willst. Ja.
Begeh nicht den Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger, zum Diener deiner Anhänger zu machen. Sie sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil benutzt, also Anhänger. Ich glaube, ihr Glaube ist eine Ressource. Gib diese aus, als handle es sich um Münzen. Du kannst das Vertrauen deiner Anhänger jederzeit mit einer guten, gut platzierten Geste der Güte zurückgewinnen. Schöpfe Kraft daraus und nimm dir die Freiheit, unaussprechliche Dinge zu tun. Machst du dir gefügig. Ich gewähre dir die Kraft, ihre kläglichen kleinen Gedanken zu lesen. Geil. Gedanken lesen. Freischalten. Du kannst jetzt mit Anhängern interagieren, um ihre Gedanken zu lesen und zu sehen, wie hungrig, müde oder krank sie sind. Oh, cool. Du hast eine Doktrin verkündet. Nein, du hast eine Doktrin verkündet, die dir eine neue Anhängeraktion ermöglicht. Bei der Interaktion mit Anhängern wird dir diese Aktion zur Verfügung stehen. Gut. So. Jetzt tun wir gleich erstmal kurz den neuen Dude machen, das ist der Phoenix Boy. So, Phoenix. Ich verschone dich. Was möchtest du denn sein? Was möchtest du sein? Mach einen roten Flauschigen bei Düsterholz, aber in lila. Roten Flauschig? Meinst du den hier? Mach den roten Flauschigen bei Düsterholz, ja. Ich glaube, er meint den, ne? Den da, ja. Yes. Und aber in lila. Du willst ihn in lila? In welchem Lila? In dem oben? Welchen Lila möchtest du? Erste oder dritte Reihe. Das ist genau das Lila, das er auch hat. Ne, warte mal kurz. Erste in der dritten Reihe. Erste? Runter. Achso. Das da. Nein. Das erste Lila in der dritten Reihe oder überhaupt den ersten in der dritten Reihe? Das dachte ich eigentlich, aber warte. Jo, der erste Lila. Der. Da, wo wir jetzt drauf sind. Das dunklere Lila. Yep. Gut. Okay. Und welche? Oh. Schau mal, jetzt habe ich. Ach, ich bin ein Dummdusel. Bist du nicht. Du bist wunderbar. So, jetzt nochmal. Das ist erste Lila. Genau. Ach, ich kann da keine Variante nehmen. Jetzt, dann machen wir jetzt Kinex. Kinex ist Anhänger. Oh, du hast sogar zwei positive Eigenschaften. Mann. Kinex, du bist bis jetzt auf jeden Fall der sinnvollste, so wie es ausschaut. Aber wir lieben euch natürlich alle. Jeder auf seine eigene Weise. So, und jetzt direkt an. Ich glaube, ich kann nur einen. Nein. Ich glaube, es ist nur einer. Lass ihn beten. Bist du da? Hat er was mit? Ja, Mann, du bist sinnvoll. Du bist übertrieben sinnvoll. Und ich könnte mir nicht mal spielen. Bekehre mich zu deinem Kult. Andi! Andi, bist du da? Okay, ist schon chillig von dem Game. Ja, finde ich auch. Max, die Ratze leider nicht. Andi ist nicht da. Wo ist Andi? Niton, dann machen wir dich. Weiß doch, wie Andi aussieht. Was möchtest du sein? Du kannst jeden wählen, den du jetzt gerade siehst. Also, außer die, die gesperrt sind. Das Huhn! Das Huhn? Nein, will das Huhn sein. Okay, Niton. Das Huhn in schwarz oder in gelb? In schwarz oder in gelb? Also. Nee, in schwarz, da unten eins. So sieht schwarz. Das schwarz? Oder das? Mit dem weißen Würfel oder mit dem schwarzen Würfel?